Frau Präsidentin, liebe Brandenburger, liebe Kollegen, die uns heute hier zur Abstimmung vorliegende Beschlussempfehlung des ALUG zum Thema Waldumbau ist ja ganz offensichtlich im Wesentlichen vom ursprünglichen Antrag der Fraktion Die Linke inspiriert worden. Ohne den Antrag der Linken offenbar keine Beschlussempfehlung. Und dennoch, obwohl das all das für Sie von der Koalition wohl eine interessante Inspiration ist, teilen Sie uns in Ihrem vorliegenden Bericht leider nicht mit, warum Sie den Antrag der Linken eigentlich dennoch abgelehnt haben. Naja, wie auch immer. Im Kern geht die Fraktion Die Linke in ihrem ursprünglichen Antrag davon aus, dass der Waldumbau ausgeweitet und beschleunigt werden soll. Es sei offensichtlich, dass mit den bisherigen Methoden die Steigerung der Umbaufläche nicht zu erreichen sein werde. Nun möchte Die Linke einen Aktionsplan Waldumbau auflegen. Als ob noch mehr Papier den Waldumbau beschleunigen könnte, nachdem bereits umfassend festgestellt wurde, dass es nicht an Zielen mangelt, sondern an den Möglichkeiten der Umsetzung. Die strukturellen Probleme des Versagens beim Waldumbau liegen wie immer tiefer. Wie Sie selbst festgestellt haben, verehrte Damen und Herren der Linken, hakt es an allen Ecken und Enden. Eine unterfinanzierte Forstverwaltung trifft auf eine Mammutaufgabe, sprich einen Waldumbau von sage und schreibe 500.000 Hektar Fläche. Das selbstformulierte Ziel von 10.000 Hektar pro Jahr wurde nur zu 370 bis 760 Hektar pro Jahr im Privatwald durchgesetzt. Vielleicht haben ja die privaten Waldbesitzer auch einfach keine Lust, ihre Einkommenssituation aus intensiv bewährter Nutzwaldbewirtschaftung zu zerstören für ungewisse grün indoktrinierte Fantasien. An diesem Beispiel erkennt man, dass es manchmal unsinnig sein kann, Ziele zu formulieren, die niemals Realität werden können. Selbiges trifft auch auf den vorliegenden Antrag zu. Hier sprechen Sie lapidar von einer Absicherung ausreichender Fördermittel für den Waldumbau im Privatwald. Als ob das das Problem wäre. Mein Vorschlag wäre erstmal, den Landesbetrieb Forst in Brandenburg auf Vordermann zu bringen, ehe man über das Beratungsangebot von privaten Waldbesitzern spekuliert. Denn Beratung alleine wird es nicht richten. Wir brauchen keine Produzenten von Sprechblasen, sondern Anpacker. Begrenzte Mittel müssen da eingesetzt werden, wo sie die meiste Wirkung entfalten. Und das ist in der Praxis dort, wo Bäume gefällt und gepflanzt werden. Proaktive Beratung, Unterstützung Forstbetriebsgemeinschaften, Förderung Sachpersonalkosten, Förderung von Technik, Kapazitätsaufstockung, der Saatgutgewinnung, alles, was da halt in dem Beschluss auch aufgeführt wird, alles Aufgaben, die grundsätzliche Aufgaben des Landesbetriebes sind. Viel Geld und Steuergeld für Gelaber und Bürokratie, aber dafür braucht es doch keinen Aktionsplan. Wenn Ihre Ansätze so trefflich sind, hätten Sie sich in den letzten 10 Jahren längst durchgesetzt. Dabei können Sie mir vielleicht auch mal eine Antwort darauf geben, liebe Linke, warum Ihnen erst jetzt auffällt, dass von den 2009 bis 2018 nur 72% der bestehenden Fördermittel für den Waldumbau in Anspruch genommen wurden. Zur Erinnerung, es handelt sich hierbei um einen fast 10-jährigen Zeitraum, in dem Sie mitunter selbst in der Regierung saßen. Ihr vorliegender Antrag liest sich in meinen Augen weniger wie ein Verbesserungspapier, als vielmehr wie eine Auflistung der eigenen, selbst mitverschuldeten Versäumnisse. Und Sie, liebe Kollegen von den Linken, waren ja auch lange genug mit in der Regierung und haben über die Überalterung der Personalstruktur des Landesbetriebes Forst Brandenburg mit zu verantworten. Uns fehlt die entscheidende Antwort auf die Frage, wie all das mit der zur Verfügung stehenden überalterten Personalstruktur gestemmt werden soll. Wir als AfD haben immer wieder auf eine sofortige Einstellungsoffensive im Rahmen von zusätzlichen Projektstellen gefordert. Richtig und wichtig ist, das Thema der Aufforstung bzw. Wiederbewaldung sehr differenziert, je nach den jeweiligen Standortbedingungen zu betrachten. Das Schadholz einfach auf der Fläche zu lassen und dann auf Naturverjüngung zu hoffen, das funktioniert. Nicht überall. Und wir wissen auch, dass die Akkumulation von trockenem Schadholz die Waldbrandgefahr enorm steigern kann.
Mutterbäume müssen erstmal in Monokulturen gepflanzt werden, bevor man auf Naturverjüngung in Monokulturen hoffen kann. Ich muss Sie bitten, zum Ende zu kommen. Mein letzter Satz. Die Brandenburger Kiefer hat sich in den vielen Jahren als wirtschaftlich wie auch ökologisch bewährt, denn sie hat im Waldzustandsbericht, wie zu lesen ist, die Trockenjahre weit besser vertragen als andere Baumarten. Ein genereller Umbau auf Laubbaumarten an allen Standorten durch Naturverjüngung ist deshalb schon illusorisch. Das Thema Wiederbewaldung ist ebenso wenig konkretisiert, aber Frau Hiekel sagt es ja in der Pressekonferenz, Sie setzen dabei insbesondere auf die Umsetzung der Ansätze des umstrittenen Professors Ibisch aus Eberswalde. Ich danke Ihnen. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.